3, 2, 1. What? Lol, alles klar. Okay, dann fangen wir an in 3, 2, 1. Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Case Opening. Und zwar, ja, kommt heute das angekündigte 20 oder 2x20 mal 2x20 mal Shadow Case Opening. Ich habe hier 40 Stück an der Zahl und ein Key, den ich noch später gerne verschenken möchte an den lieben Sparkles. Also hier mal ganz kurz Grüße an dich, hallo Sparkles. Und ja, da habe ich noch auch noch ein paar andere süße Geschenke für ihn, weil er hat heute Geburtstag oder ich werde ihm heute ein Geburtstagsgeschenk präsentieren. Ich weiß nicht, ob er noch später in die Aufnahme kommt, in den zweiten Teil. Aber auf jeden Fall bin ich heute meinem ersten Teil alleine. Ich werde jetzt die ersten 20 Keys und Cases aufmachen. Und im zweiten Teil werden dann wahrscheinlich, wird dann auf jeden Fall Propin dabei sein, das auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch Sparkles dazu joinen, weiß ich noch nicht genau, aber ich werde jetzt auf einmal 20 schöne Cases öffnen. Da sind sehr, sehr schöne Kisten, Dinger dabei, die ich zum Beispiel hätte, wie zum Beispiel die AK, die ich gerne hätte. Die M41S hätte ich sehr, sehr gerne. Die USPS hätte ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Die P250 hätte ich sehr gerne. Die Ebola, die Galil hätte ich sehr, sehr gerne. Die Scar hätte ich auch gerne in Z-Track. Wäre auf jeden Fall richtig cool. Die MAC-10 würde ich auch gerne haben, also eine behalten, so als Factory New oder so. Die Farmers will ich auf jeden Fall auch haben und die Dual Berettas und alles andere werde ich dann sozusagen hochtraden. Die Glocks zum Beispiel finde ich jetzt okay, aber werde ich dann hochtraden. Die MAC-7s oder so, die Scumbrias und so. Jetzt höre ich einfach auf zu labern und use the key. Und was wird im Ace ersten Case? Es wird eine Farmers. Oh, die sieht richtig abgeranzt aus. Ich glaube, die ist Well Worn oder Battlescarred. Oder? Oder vielleicht auch viel testet. Also ich weiß nicht genau. Sieht auf jeden Fall nicht so schön aus. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Case. So. Und es ist eine MAC-10, die auch sehr, sehr abgenutzt aussieht. Also bis jetzt nur so nicht so geile Skins dabei. Aber ich lasse mich überraschen. So, eine Golden Koi ist vorbeigeflogen. Dual Berettas. Die sehen wenigstens gut aus. Die werde ich mir wahrscheinlich auch ausrüsten sehen. Vielleicht Minimum Wear sind vielleicht auch Factory New. Ich werde die mir auf jeden Fall ausrüsten. Die sehen aber auf jeden Fall Minimum Wear aus. Das sieht mein Auge. So, ab zur nächsten Kiste, die uns bringt eine Scar. Ne, eine MAC-7 und ab geht's in den Trade-Up mit der, weil die MAC-7 sieht echt ekelhaft aus. So, ganz viele Stat-Tracks, lilane fliegen vorbei und es wird diesmal, oh, geh weiter, ich hätte so gern die Ebola-Waffe. Ja, die sieht deutlich besser aus, glaube ich, weil die vom Abgekratzen her sich hier relativ wenig, vielleicht eine Mini-Wear sogar, wenn wir Glück haben. Öffnen. Ja. So, was kriegen wir jetzt? Die Ebola. Sehr cool. Wenn die in guter Condition ist, behalte ich die dann auf. Oh yeah. Boah, das finde ich der geilste M249 Skin. Also, die sieht mir sogar Minimal Wear aus. Die würde ich sogar behalten. Weil ich würde die auch Ebola umbenennen. Und ich würde die gerne behalten als M249. Aber ich würde noch zu einer Stat-Track nicht nein sagen. Und bitte bleib stehen, Herr Galil. Dankeschön. Die Galil hätte ich auch gerne. Sehr, sehr geil. Die sieht sogar gut aus. Vielleicht Minimal Wear. Da ist ein kleiner Kratzer. Ich glaube, das ist sogar Minimal Wear. Ab geht's zur nächsten Kiste. Oh, da fliegt die USPS vorbei. Und es wird die Scar. Okay. Nicht schlecht. Sieht sehr verranzt aus. Schade. Ich guck mal kurz, wie viel wir schon aufgemacht haben. Wie viel haben wir schon aufgemacht? So, 1, 2, 3. Ne. 1, 2. Ich mache mal eine Acquired. Das ist viel zu. So, wir haben schon 8 aufgemacht. Und bis jetzt 2 Purple Field Tested und Well Worn. Oh, what?
Die sind Minimalware, die ist Factory New, die ist Factory New, sehr nice. Field Tested, Battles Card, Field Tested. Alles klar, ich werde die mal so aufmachen. So. Field Tested. Alles klar, ich werde die mal so aufmachen. So. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Okay, die Mac 10 sieht wenigstens Factory New aus, aber... Oh mein Gott, direkt daneben bei einem... What? Oh shit, ey. Und schon wieder Mac 7. Nicer, dicer. Ja. Bis jetzt 10 Kisten aufgemacht, 2 lila, ne? Eine Field-Test, eine Well-Worn. Bis jetzt nicht so geiles gesehen, außer direkt neben der... Oh, da war eine Stitch-Trick. Oh, nein. Die sieht wenigstens ein bisschen besser aus. Oder ne, die sieht auch richtig ranzig aus. Ja, Field-Tested und die andere war... schade. 12. Kiste, mal gucken, was dann rauskommt. Und schon wieder ein Ska. Alles klar. Aber die sieht wenigstens gut aus. Ja, die sieht gut aus. Factory New. Oh, alles klar. So, noch 8 Cases. Wenigstens bitte. Wenigstens ein Pinkskin. Das wäre so schön. Ah, da ist ein Pinkskin vorbeigeflogen. Nochmal Duels. Okay. Die wandern dann wahrscheinlich in den Trade-Up. Die sind wahrscheinlich Factory New wieder. Ne, Field Tested sogar. Und die anderen waren Minimalware, alles klar. So, ich öffne jetzt noch die letzten 7. So, oh, da fliegt eine Statric Flux vorbei. Noch eine Farmers, die sieht sehr verranzt aus. Oh, shit. Mal gucken, was es ist. Field Tested, ja, fuck. So. Ich will da unbedingt die P250 Wingshot haben, die sieht so unglaublich geil aus. Und schon wieder eine Mac 7. Guten Tag. Ach. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht einfach nicht gut aus. Schon wieder so viele blaue hintereinander. Wir haben jetzt schon 6, 12, 15 aufgemacht. Es fehlen noch 5 Stück. Da kommt der nächste Teil. Oh, shit. Ja, wenigstens die Galil. Sie in guter Condition. Ah, nee, ich glaube nicht. Field Tested schon wieder. Schade. Hier kommen noch Leute, noch 3. Noch 3, glaube ich, waren es. So, eine Flux. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, die sieht sogar richtig gut aus. Vielleicht sogar Minimum Wear? What? Field Tested? Okay. Die ist aber, glaube ich, nicht viel wert. Muss man gleich nachgucken. So, jetzt haben wir schon fast 18 aufgemacht. Oh, shit. Jetzt das 18. Kiste und was wird's? Eine Ska. Alles klar. Auch relativ abgeranzt. Vielleicht viel testet. Ja, viel testet. Okay, noch 2 Skins in diesem Teil. Noch zwei Kisten. So, bitte was Schönes. Oh. Shit. Okay. Also immerhin wieder eine Factory New, glaube ich. What? Ja, dachte ich schon. Factory New und Factory New. Yo, ja, letzter Container für heute. Für den Teil. Der nächste Teil kommt dann morgen. Und es wird eine Mac 7, eine Swag 7. Und ja, dann im nächsten Teil kommen dann die nächsten, ja, Trade-Up-Contracts. Doch, dazu wollte ich noch sagen. Alter, sieht die scheiße aus im Minimalware. Alter Falter, ey. Sieht die scheiße aus. Ja, also aus dem ganzen, aus den 20 Kisten habe ich jetzt insgesamt 3 lilane und eine pinke rausbekommen. Es könnte schlechter laufen, ja, es könnte schlechter laufen, aber ich habe ja noch
20 weitere Shadow Cases und die werden dann in der nächsten Folge aufgemacht. Und ja, auf jeden Fall schaut irgendwie bei Propan vorbei oder so. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch mal wieder was aufnehmen zusammen mit Minecraft oder so, irgendein Projekt oder so, keine Ahnung. Und Streams werden auch wieder bald kommen. Und ja, wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Teil und haut rein, Leute, und bis morgen.